bin Sibylle Gröne und durch materialkundliche Untersuchungen entwickle ich Farbsubstanzen, die zu farbmalerischen Werkreihen führen. Die Substanzen, die gewinne ich aus Rohstoffen, aus Überbleibseln, aus elementaren Prozessen, die da wären das Feuer, der große Transformator, der aus Material Asche, Holzkohle macht. Und diese Substanzen nehme ich an mich und zerreibe sie. So ein bisschen wie eine Laborarbeit. Und in Folge werden diese Substanzen untersucht nach Farbigkeit, nach Konsistenz und wie weit sie für den Bildprozess zu verwenden sind. Das Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass ich angefangen habe, die Substanzen zu pulverisieren. Das heißt, ich habe wie in alten Zeiten wirklich mir das Pigment selber hergestellt, selber gewonnen und selber auch zerrieben in den Mörser, um es dann mit Ölen zu versetzen. Das heißt, dieses Grundprinzip, mir die eigenen Malmittel herzustellen, war sowohl bei den farbigen Pigmenten der Fall, als aber auch bei den erdigen Substanzen wie Asche, Holzkohle oder die Gewinnung von Eisenoxid direkt vom Blech. Seinen Ursprung hat das Ganze lange Zeit zuvor, als ich den Oxidationsprozess des Eisens für mich entdeckt habe. Im Grunde ist es ein Zerfallsprozess und so dieser Zerfallsprozess wird übertragen auf Leinwände, auf Papiergründe, auch auf Folien, auf Polyestergase, auf technische Gewebe, die sehr haltbar und robust sind. Und diese Entdeckung war für mich eigentlich eine Initialzündung. Die Arbeit an der Wand hier, die steht für diese große Phase und Werkepoche der Oxidation. Das ist jetzt eine ganz spezielle Arbeit, die ist dadurch entstanden, dass ich für diese Serie aus der Laserschneidetechnik die großen Restschablonen geholt habe. Aber mich haben diese Schablonen fasziniert, die auf dem Schrott liegen bei dieser Firma, und habe dann gebeten, ob ich mir die mal ausleihen kann, weil ich brauchte sie ja auch nur temporär, um eben diese Transfertechniken auszuprobieren und eine bestimmte Werkreihe zu generieren. Und als wäre das nötig, einen farblichen Bruch zu provozieren, habe ich angefangen, mit sehr leuchtenden Blaupigmenten zu arbeiten und habe mich immer mehr in eine größere Intensität des Blaus hineingearbeitet, sodass ich bei dieser Arbeit ein Blau erreicht habe, was wirklich ein vibrierendes und leuchtendes Blau ist, was sich völlig dem entgegensetzt, was ich vorher an Farbe verwendet habe. Da bahnt es sich schon an, dass das Eisenoxid etwas in den Hintergrund tritt, bis ich dann angefangen habe, eben mich zu lösen von dieser Technik und auf der Suche nach etwas Neuem war. Und da ist mir dann das pulverisierte Kohlesubstrat in die Hände gekommen. Also es sind Hölzer, die ich bei einem Großbrand gefunden habe. Die sind verbrannte Tropenhölzer. Die habe ich pulverisiert und sie mit Ölen versetzt, mit verschiedenen Tungölen, Leinölen und so weiter. Und aus diesem Gemisch habe ich eine Lasur entwickelt, die über die sehr farbstarken blauen Flächen gezogen wurde. Ich bin Sibylle Gröne und ich bin seit 2014 hier in der Ateliergemeinschaft Dujardin.